Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Der 1. April ist endlich vorbei und die ganzen Scherze, ich hoffe, die waren gut. Ich weiß nicht, bei mir ist immer noch Montag. Ich habe immer noch den 1. April. Also noch bin ich nicht gerettet, ihr schon. Ich bin gespannt, was es heute alles auf Twitter so Schönes gibt. Schreibt mir mal euren Lieblings-1. April-Scherz in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ich freue mich immer auf den 1. April, außer dass ich nie etwas dazu mache. Vielleicht sollte ich mal. Vielleicht nächstes Jahr. Soll ich mal was zum April machen? Weiß nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir einfach alles in die Kommentare. Schreibt mir eure Lebensgeschichte in die Kommentare. Ich verfilme es in Fallout 76. So, und heute... Level 324. Heilige. Naja. Der andere ist tot übrigens. Na gut, bei dem Event wahrscheinlich gestorben, war. Ich weiß es nicht. Wir gehen auf jeden Fall erstmal zu Camp Venture und werden da mal einen Frachtbot rufen. Insofern wir bis dahin nicht abgeknallt werden. Man weiß es nicht. Weil wir befinden uns in der Nähe von Platz 1. Was so viel bedeutet, hier könnten mehrere Leute rumwuseln, die sich ihres Lebens freuen. Alles auf dem Weg abknallen, was sie sehen. Ist das ein Spielerhaus? Stellt euch vor, ihr findet ein Spielerhaus und versteckt euch da drin so lange, bis der Typ kommt. Und dann gibt's aufs Maul. Ach, ich erinnere mich. Ja, hier war ja alles voller Ghule. So, wie tief rein muss ich denn? Offensichtlich nicht allzu tief. Hey, klau nicht die Waffe, die gehört mir. Eine Power-Rüstungsstation. Die Munition nehme ich gerne. Oh, ich habe Munition vergessen abzulegen. Die kriegt ja keiner, ne? Die Munition gehört ja mir, stimmt. Alles gut. Alles in Ordnung. Huch. Ja, habe ich. Stimmt. Im Tower war noch ein Kryolator, glaube ich, ne? Vielleicht sollten wir da irgendwann mal wieder hingehen. Aber jetzt hier in diesem Modus ist das immer ein bisschen doof, weil ich da mal hinlaufen muss. Vielleicht sind wir irgendwann wieder in der Nähe. Dann holen wir uns die Waffe. Komm. Komm schon. Oh, endlich. Was haben wir denn hier so Schönes? Eine Minigun. Ein Ölkanister. Patronen, eine Schrotflinte. Oh, Munition ohne Ende. Schrot. Aggressortron. Was? Aggressortron Klinge. Meine Fresse. Und ein Safe. Oh, ich finde es schön, dass wir jetzt alles knacken können, was es gibt. Das ist immer meine größte Sorge, irgendwas zu finden, was ich nicht knacken kann. Oh, ich hab's gefunden. Uns werden die Haarklammern ziemlich schnell ausgehen. Kann man Haarklammern selber basteln? Ich meine, dafür braucht man bestimmt nur ein bisschen Stahlschrott, oder? Oder bräuchte man, sagen wir es mal so. Moorschatzkarte 01. Das sagt mir absolut gar nichts. Also, wow. Eine Holzhütte? Wow. Bin ich gesucht? Ist hier irgendjemand?
Die kämpfen gegeneinander. Wow. Ich mache mir jetzt die Sorgen. Weg mit dir. Ah, die kämpfen gegen Ghule. Oh, ich habe schon Herzbrochen bekommen. Ich hab gedacht, mein erster Spieler. Traurig. Wenn ich jetzt, warte. Wenn ich jetzt hier die Tür zumache und ein anderer Spieler kommt, dann muss er doch erst die Tür aufmachen, um mich zu töten. Ich meine, gut, er kann auch hier durchschießen. Aber rein von der Theorie her müsste das doch eigentlich so sein, oder? Oder? Ah, cool, wir haben auf jeden Fall einiges bekommen. Und ich würde sehr, sehr gerne... Ach ne, erstmal. Ich dachte, er wäre bei mir um die Ecke. Ich würde sehr, sehr gerne als allererstes... Wo ist das? Ist das bei den... bei Diverses? Wir hatten doch irgendein Rezept gefunden oder so, ne? Notizen. Da. Präzisierter 50 irgendwas für Jagdgewehr. 50er Verschluss. Wir können also dem Jagdgewehr eine neue Munitionsart geben. Das finde ich gut. Müssen wir unbedingt demnächst gucken. Moorschatzkarte 03 haben wir auch noch am Start. Auf einer Straße. Gut, hier haben wir wenigstens mehrere Anhaltspunkte. Man muss eigentlich nur die Straße folgen. Irgendwann werde ich das tun. Eines wunderschönen Tages. Was war mit diesem Schwert los? So ein Superhammer macht 85 Schaden. Und der Aggressor-Schwert-Tybi. Wie ist denn der? Da. 28. Ah, gut. Ist jetzt nicht die Welt. So. Ich bin immer noch Platz 8. Perfekt. Man muss also doch ungefähr eine Stunde hier drin sein. Wisst ihr, was wir eigentlich machen können? T51B-Sensoren. Wir könnten, wir haben ja hier schon... Wir machen mal die Tür zu, einfach nur sicherheitshalber. Das ist doch eine Waffenwerkbank, ne? Perfekt. Ich sollte definitiv meine Sachen reparieren. Modifizieren und reparieren. So... ich möchte dich reparieren. Crazy Cutter muss nicht sein. Dich auf jeden Fall reparieren. Hab noch einen Gatling-Laser dabei. Stimmt. Ein Kern. Man braucht Kerne dafür. Dich reparieren wir. Haben wir noch irgendwas? Fertig. Obwohl, ja, dich muss ich noch nicht reparieren. Aber was kann ich an dir so Schönes schon machen? Kann ich irgendwas verändern? Irgendwas, was Sinn macht? Hm. Na gut, dann nicht. So. Jetzt sind die Sachen zumindest repariert. Ein Problem weniger, um das wir uns kümmern müssen. Ja, wir hocken jetzt hier wieder zu lang rum. Ich weiß. Ich weiß! Hört auf zu meckern in den Kommentaren. Okay, es meckert eigentlich niemand. Ich hab was gehört. Irgendwer lebt hier noch? Hm? Appalachia ist online, Captain. Ich weiß, dass die meisten von euch Amerika lieben. Das gute alte Heimatland. Aber diejenigen unter uns, die in Mary Poser dienten, wissen mehr. Amerika hat versagt. Das liegt nicht an den Bürgern, die trotz der bitteren Umstände eines endlosen Krieges ein aufrichtiges Leben führten. Und ganz bestimmt nicht an den Männern und Frauen, die für unser Land kämpften. Möge Gott sie segnen. Nein,
Es ist die Regierung, die versagt hat. Die Senatoren, Generäle, Präsidenten. All diese Bastarde! Ihre Fehler haben fast die gesamte Menschheit ausgelöscht. Doch wenn ich mich hier umsehe, sehe ich Überlebende. Leute, die zu stur und zu störrisch sind, um zu sterben. Wir haben gekämpft und gelitten und haben nun endlich einen kleinen, sicheren Flecken Erde. Aber es reicht nicht aus, ein Zuhause zu haben. Wir brauchen mehr. Wir brauchen einen Lebenssinn. Aber das Amerika von einst kann uns dabei nicht helfen. Wir müssen unsere eigenen Werte finden. Lasst uns also heute Abend, während wir zusammen essen, etwas Neues beginnen. Etwas Starkes. Etwas, worauf wir stolz sein können. Worauf wir bauen können. Wir werden aus der Vergangenheit nur das Gute bewahren. Und eines Tages werden wir das Verlorene zurückerobern. Lasst uns eine stählerne Bruderschaft schmieden. Was ist hier los? Warum leuchte ich? Und warum ist die Stelle der Bruderschaft von... Darum leuchte ich. Man kann Kopfgeld aussetzen. Habe ich jetzt geleuchtet wegen der Quest oder weil ich abgeschossen wurde? Kann ich den Scheiß da wieder hinlaufen, ey. Okay, ich bin gerade vor Kackbratzen geflohen. Irgendwas schießt hier. Das sind wahrscheinlich Grubenhauer, ne? Ich glaube nicht, dass das ein anderer Spieler ist. Aber ich möchte gerne gucken. Mülldeponie von Emmett Mountain. Was machen die Kackbratzen? Gott. Das sind viele Kackbratzen. Zeit für ein bisschen Rache. Der hat sich schon wieder geheilt, oder? Nee, die sind zu viert. Na, ihr kleinen Kackbratzen. Ist kacke, ne? Ist kacke, ne? War halt zuerst im Nahkampf auf die. Das konntest du vergessen. Weißt du, ich glaube, der hat mich gesehen. Oh, ich bin so am Arsch. Jetzt komm! Ein anderer Spieler hat deine zurückgelassene Beute gewonnen. Die Nachricht kommt sehr spät. Ja, ich hätte sehr gerne meine Power-Rüstung zurück. Oh, ich bin wieder versteckt. Okay. Brauche ich nicht, alles gut. Da ist er. Kleine dämliche Kackbratze. Wieso habe ich nicht getroffen? Irgendwo war hier noch einer. Bin ich mir sicher. Kackbratze Nummer 1. Säure ist immer gut.
Wir müssen aufpassen, wenn wir uns dem Ziel nähern, wo unsere Quest ist. Weil da irgendwo ein anderer Spieler rumgammelt. Vielleicht hat er auch die Leiche bewacht erstmal. Oder vielleicht tut er es immer noch. Vielleicht ist er da halt und wartet, weil er gesehen hat, dass ich eine Quest gemacht habe. Dann müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin an irgendwas erkrankt, währenddessen ich gekämpft habe. Nässende Wunde. Du blutest aus allen Wunden. Nicht gut. Ich hatte doch irgendwie so eine Heilsalbe gefunden, oder? Ah, die ist weg. Ich wurde ja getötet. Nee, das ist alles noch da. Also wird das doch nicht mitgenommen. Oder die Hilfsmittel von wegen Redaway und so ist weg, oder? Nee, ist auch nicht weg. Also doch nur Schrott. Naja. So, wir befinden uns noch sehr weit weg von unserer Quest. Aber gehen wir mal hin. Und der Nummer 1 ist auch jetzt schon wieder weg. Schade. Ich wollte auf dem Weg dahin eigentlich den töten. Aber gut. Hier ist ein Toilettenhäuschen mitten im Nirgendwo. Da liegt eine Leiche. Das habe ich doch gehört. Junge. Oh, kein Scheiß. Ach, da bist du. Raider-Notiz. Jim, sie ist über einer Klippe zwischen der großen Radarschüssel und dem Westtech-Gebäude. Da steht mitten im Nirgendwo diese große rote Tür. Du kannst sie nicht verfehlen. Ich weiß nicht, wer sie gebaut hat oder wohin sie führt, aber es muss bestimmt was Besonderes sein. Ich wünsche dir jedenfalls viel Glück. Vielleicht bist du ja ein besserer Springer als ich, Randall. So, gehen wir doch mal rein. Kronkorken? Ja, nice. Und ein paar tolle Sachen. Ich habe das gehört. Ich habe die Schritte gehört. Gefahr. Ich sollte echt meine andere Kleidung wieder anziehen, ne? Die ist ein bisschen unauffälliger. Wo ist hier die Gefahr? Ich sehe dich. Ich liebe die 10 mm, Alter. Komm her. Wieso? Was zum? Gib mir den Loot. Todeskrallenhandschuhe. Verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Drachsüchtiger Mottenmann. WTF. Geh weg. Geh weg. Ja. Das war mein erster Mottenmann. Und der ist irgendwie zu Staub zerfallen. Wie krass war das denn? Wie cool. Oh, ich bin voll happy. Aber bis ich ankomme, bin ich wieder Platz 3, ey. So. Todeskrallenhandschuh. Es ist nicht schlecht. Das ist definitiv nicht schlecht. Den kann man nehmen. Vor allem ist das Mittel. Mittel. Alter. Leckt meine Kamera. So ein bisschen, ne? Ich muss gleich mal nach der Aufnahme angucken. So, was haben wir noch so Schönes bekommen? Ab 45, ja gut.
Pumpgun ab 45. Richtig geil. Endlich mal eine gute Waffe bekommen. Finde ich gut. Ich bin sehr gehypt. So, wieso fehlt mir ein Fusionskern? Wir wären jetzt bei Fusionskern 3. Und da hinten wird gekämpft gegen eine Brandbestie. Könnte ein anderer Spieler sein. Man weiß es nicht. Ist das dahin, wo wir hin möchten? Nein, das ist in der Stadt hier, ne? Wir wollen ja dahin. Da wird wahrscheinlich ein anderer Spieler sein gerade. Hier, verbrannte Horde. Also rein theoretisch, wenn wir jemanden töten wollten, dahin. Und da brennt es auffällig. Was haben wir eigentlich vom legendären Hund bekommen? Ach, die Handschuhe. Stimmt. Oder den Handschuh. Vielleicht war auch Fusionskern 3 auch schon ziemlich abgebrannt. Kann sein. Weiß es nicht. Was? Wieso warte ich immer noch auf Jäger und Gejagten? Das habe ich vor 20 Folgen vielleicht gemacht. Da bin ich immer noch drin. Und ja, auch eins als einziger. Na gut, hier im PvP-Modus bringt das auch wenig. Eines wunderschönen Tages kriege ich einen anderen Spieler und dann freue ich mich meines Lebens. Aber bis dahin wird es, glaube ich, noch dauern. Aber bis dahin genieße ich einfach die doppelte Erfahrung. Was leuchtet denn da? Übrigens meine ich nicht doppelte Erfahrung, sondern 20% Erfahrung. Automatische Flugabwehrraketen. Da ist doch irgendwas Leuchtendes noch, oder? Ach. Lol. Glowing Myolog? So ist das Englisch. Was ist das? Firebase Major. Höre ich da Schritte von einer Powerrüstung? Ich will jetzt nicht nochmal sterben. Diese 10 mm ist so geil. Wieso war da eine Englisch? Jetzt weiß ich, was ich gehört habe. Na komm her, du. Ist nicht mehr so geil, ne? Ist nicht mehr so geil. Komm her, Mann. Mit dir lege ich mich noch easy an. So, die Frage ist jetzt, warum zur Hölle sind hier Flugabwehrkanonen? Warum sind die halt kaputt? Ich könnte sie jetzt gebrauchen. Ich möchte erstmal den Ausländer hier plündern. Ausdauerwackelpuppe. Ja, die ziehen wir uns direkt mal rein. Weil es gibt dafür ja einen Erfolg. Hier, komm. Puh. Flugabwehr. Kann ich euch reparieren? Das wäre echt nice. Oh. Eine Mini-Atombombe. Und eine Kochstation zum Rächen. Zum Kochen. Und die Mini-Atombombe zu rächen. Warum stehen hier Flugabwehrraketen rum? Ignoriere mich bitte ganz kurz. Kann nichts machen? Nicht mal Fleisch? Ich wollte schon sagen. Muss mich beeilen. Alles kochen, was man kochen kann. So viel leuchtendes Steak. Okay.
Lass mich hier weg. Ich will hier rein. Das war also echt ein besonderer Meyerlock, ne? Der hat mir richtig Zeugs gegeben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Da war irgendwie eine Waffe oder so dabei. Da. Ein Kampfgewehr. 38er Munition drinne. Das könnte geil sein. Das könnte richtig geil sein. Das ist ja ein Kampfgewehr, keine Kampfflinte, ne? Das sieht verdammt ähnlich aus. Was ist das? Das ist doch dieselbe Waffe. Kampfgewehr und Kampfflinte, oder? Bin jetzt blöd. Außer ist die hier natürlich keine Schrot verwendet. Oh gut, die behalten wir mal im Auge. Bin wieder überladen, ne? Warum gab es hier kein anderes Zeug? Keine Werkbank. So, wir schleichen uns mal zur automatischen Flugabwehrrakete. Und gucken, ob wir den damit runterholen können. Okay, Brandbestie, jetzt kannst du kommen. So. Ich weiß, es ist eine leichte Verschwendung, ist mir aber egal. Jetzt locken wir den an. Jetzt komm her, Mann! Leg dich mit mir an! Leg dich mit mir an! Alter, ich treff den nicht, ne? Okay, Volltreffer. Jetzt komm her! Platz 15, alles klar. Kommst du mal her? Was ist los? Hast du keine Eier oder was, hä? Vielleicht treffe ich ihn auch einfach nur nicht. Leider! Dann ist wieder irgendeine Rakete in der Luft. Ah, das tut gut, das tut gut. Hoffentlich lücke ich damit keine anderen Spieler an. Vernichtet ihn! Oh, endlich! Endlich! Wie gefällt dir das, wenn man dich hier richtig penetriert, hä? Nicht gebrauchen können, dass die drei hinter mir her waren. Ach ja, Brandbestienflügelfragment. So. Hoffentlich kommt jetzt kein Spieler her. Alter, das Ding hat die ganz schön penetriert, ne? Will ich nur mal sagen. Also ganz ohne sind die Brandbestien auf jeden Fall nicht. Naja. Begeben wir uns weiter zu unserem Ziel. Ich muss sagen, selbst wenn ich irgendwo gestorben bin und da eine halbe Ewigkeit hinreise, so wie jetzt, es passiert ja immer noch irgendwas, ne? Ist ja nicht so, als wenn ich hier stur in eine Richtung laufen würde und es passiert nichts. Mrs. Brandbestie, das habe ich gesehen. Lüg dich mit mir an! Hilfe! Flugabwehrraketen! Ich könnte euch doch mal gebrauchen. Da spawnt einfach so eine Brandbestie.
Flugabwehr! Go! Oh, wie sie leidet. Guckt sie euch an, wie sie leidet. Oh, oh, oh. Ich verschwende meine ganze Munition gerade an der, aber egal. Manchmal muss man ein bisschen Spaß haben. Oh Gott, ich glaube, der hat einen kaputt gemacht, ne? Also solange ich noch einen habe, ist alles gut. Nee. Alles gut. Das fühlt sich so gut an. Oh. Herrlich, wie sie gleich fällt. Guckt sie euch an. Oh! Ich dachte, da kommt jetzt noch eine Brandbestie, aber es war nur dieser Berserker da unten. Hältst du dich für was Besseres, hä? Als die Brandbestie? Meinst du, du kannst... Oh, okay, die Geschütze sind jetzt kaputt. Meinst du, ihr könnt die Brandbestie genauso leicht erledigen wie ich? Natürlich nicht. So, Gleisgewehr. Sehr schön. Freut mich. Ah, ich kann nicht sprinten, wenn ich überladen bin. Okay, huh. Es hat zwar eine ganze Folge gedauert, aber wir sind gleich zu Hause. Nicht zu Hause, aber bei unserer Quest. Aber das hat sich jetzt gelohnt, Leute. Das hat sich gelohnt. Zwei Brandbestien fertig gemacht. Daher. So. Ich hoffe, das wird denen eine Lektion sein und die lassen mich ab sofort in Ruhe. Ich meine, die sind ja nicht dumm. Die sehen, dass da plötzlich keine Flugabwehr mehr da ist, sondern greifen die mich höchstwahrscheinlich an. Weiß man das nicht. Hat mir gefallen. So. Zeit mal auf die Map zu gucken. Aber wir sind schon fast da. Platz 13. Weißt du, wir kommen an. Völlig überladen. Aber wir kommen an. Was ist hier passiert? Sind das Leichen oder sind das Pilze? Das sind Pilze, alles gut. Ich habe nichts gemacht. Du bist der liebe Brandbestie, das finde ich gut. Wir schleichen uns mal in die Richtung. Es ist die dritte Brandbestie. Ich soll mich mal in Ruhe lassen. Die lernen noch nicht, ne? Okay. Freunde, wir sind angekommen. Am Ort der Pein. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir, dass wir die Quest weitermachen können oder den Spieler finden, der sich hier vielleicht verbunkert hat und auf mich wartet. Seit einer Stunde. Haut rein, euer Zero. Tschüss.